Hallöchen. Wetter macht's uns RC-YouTubern nicht einfach. Aus dem Grund dachte ich, schiebe ich noch ein paar Videos dazwischen, da ich ja mit dem Savage leider immer noch nicht fahren kann. Meine Katze dreht gerade durch. Es wird auf jeden Fall noch ein Frage-Antwort-Video geben. Dazu habe ich auf meiner Facebook-Fanpage einen Post gemacht. Da könnt ihr eure Fragen drunter stellen. Ich will das diesmal mal mit Facebook machen, um einfach mal zu sehen, wer mich denn da alles gefunden hat oder wer mich da verfolgt. Und ja, so viel dazu. Anlass des Videos ist das FAQ-Video von Mick, also von der Silver OC. Da kam nämlich eine Frage über Crawler und da hatten wir vorhin geschrieben und er hat gesagt, hey, mach doch einfach mal ein Video darüber. Und dachte ich mir, ja, okay, hab Zeit, Wetter ist eh kacke, machen wir das. Ich werde das Ganze, weiß nicht, ihr seht ja schon, wie ich es genannt habe, ich denke mal so das 1x1 oder so, das Crawlen oder irgendwie so in dem Dreh. Ist ja auch egal. Und ja, fangen wir einfach mal an. So, da sind wir zurück. Als Anschauungsmaterial habe ich jetzt hier mal ein Tamiya Hilux hingestellt. Habt ihr so noch nicht gesehen, werdet ihr so auch nicht sehen. Der steht nämlich zum Verkauf. Aber jetzt dient das halt so zur Demonstration, sage ich mal. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz weit hinten an. Ich habe mir hier mal so ein paar Notizen gemacht, dass ich so ein bisschen klarkomme. Also, es gibt ja nun mittlerweile extrem viele Sachen. Man unterscheidet da im Prinzip unter Scaler, unter was dieser hier zählt. Scale Crawler, Rock Racer gibt es noch und Competition Crawler. Die grundsätzlichen Unterschiede ist dann in der Geländegängigkeit. Competition Crawler haben meistens an den Achsen die Motoren, haben dadurch einen extrem niedrigen Schwerpunkt und haften halt extrem an Steinen etc. Darüber hinaus haben die dann meistens eine Motorensteuerung, dass man eine Achse quasi blockieren kann, damit der anderen sich so rumziehen kann. Das haben ja die meisten Scale Crawler oder Trail Crawler, wie man es auch immer nennen will, nicht. Das ist eigentlich so der gravierendste Unterschied. Bei Scalern ist dann noch der Unterschied, dass sie halt mehr auf Look aus sind, weniger auf Geländegängigkeit. Das sieht man jetzt zum Beispiel bei dem Trail Finder 2. Also er ist noch ein bisschen schlechter unterwegs im Gelände. Ohne Mods jetzt, dieser hier schon, aber ohne Mods, als zum Beispiel ein Matera Ascender oder ein SEX 10. Ja, grundsätzlich ist es bei solchen Arten von Autos, wie gesagt, die Optik entscheidend. Hier ist zum Beispiel jetzt eine ABS-Karo in diesem Falle. Die ist komplett aus Plastik, Hartplastik. Ist von Tamiya. Ist ein recht geiles Modell, finde ich. Aber halt für meinen Bereich, den ich möchte, ist er nichts. Deswegen kommt er wieder weg. Ja, hier sieht man hier das Chassis. Das Chassis ist auch meistens sehr unterschiedlich. Bei dieser Art Fahrzeugen hat man meistens einen Frame, also einen Rahmen, auf den alles aufgebaut ist, die sind meistens gleich. Dieser hier ist jetzt komplett gerade. Beim SEX 10 zum Beispiel hat man dann so eine kleine Welle drin, wo dann das Getriebe sitzt. Bei Competition Crawlern, wie habe ich ja schon gesagt, sitzen die Motoren auf den Achsen. Somit hat man nur die links und oben einen kleinen Käfig sozusagen, wo dann der Regler sitzt und des Weiteren. Bei diesem und auch bei den anderen Scale-Fahrzeugen ist es halt dann so, dass der Akku meistens hinten oder vorne sitzt, je nachdem. Hier hat man jetzt die zwei Servos vorne und das Getriebe, dadurch ist er auch gut gewappnet für Hänge und sowas. Man kann natürlich den Akku auch vorne hinbauen, wie beim SEX 10, so hatte ich es ja zum Beispiel. Wobei wiederum beim Competition Crawler fährt man sehr kleine Lipos und die setzt man
in den meisten Fällen auf den Achsen vorne. Somit wird das Gewicht noch mehr nach unten gezogen und das Ding klebt quasi an der Wand. Wenn man jetzt richtige Wettbewerbs-Competition-Crawler sieht, die haben riesengroße, hauchdünne Reifen und die Teile, das ist echt krass. Ich habe solche Fahrzeuge schon des Öfteren gesehen auf Messen und solchen Sachen und das ist echt krass. Da denkt man, da kommt der niemals hoch und das Ding, ohne einmal mit den Rädern zu zucken, ratscht der da hoch. Echt krass, beeindruckend. Solche Modelle sind aber auch extremst aufwendig zu bauen. Zu kaufen kriegt man sowas eigentlich nicht mehr. Es gab mal einen von Axial, der als die beste Basis sozusagen bezeichnet wurde. Das ist der XR10. Gibt es aber leider nicht mehr. Viele nutzen auch noch den Losi Comp Crawler oder Night Crawler. Die sind ja im Prinzip fast identisch. Ja. Wenn wir jetzt gerade mal hier sind, kommen wir mal zu den Dämpfern. Da gibt es auch extrem viele Unterschiede. Es gibt sogar Competition Crawler, die komplett ohne Dämpfer auskommen. Da ist es dann die Chassis-Beschaffenheit, die das den Flex dann geben quasi. Bei diesem Scaler hier ist es jetzt halt so, dass wir hier auch Blattfedern verbaut haben und Dämpfer. Wie beim Trailfinder 2 ja auch zum Beispiel jetzt. Das ist so die größten Unterschiede. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts groß vergessen. Ja, lenkungstechnisch ist beim Scalecrawler natürlich meistens immer nur die Vorderachse lenkbar. Bei manchen kann man auch die Hinterachse nehmen. Welches Thema ich jetzt so ein bisschen vernachlässigt habe, sind die Rock Racer. Ihr wisst ja, dass der Multikulti Laser zurzeit ein Race Spawn aufbaut, wo ich ihm ja auch viel geholfen habe, weil ich mich halt mit der Materie extremst viel beschäftigt habe in den letzten Monaten und auch Jahren schon fast, kann ich da, denke ich, guten Gewissens Tipps geben. Bei Rock Racern ist es natürlich nun so, viele verstehen das nicht, viele sehen ja den Race als Crawler oder auch den G-Mate R1 oder. Es gibt ja mittlerweile extrem viele Modelle und regen sich dann auf. Ja, da ist das und das dran und das und das und das Auto ist viel zu schnell und bla bla bla. Also bei Rock Racern ist die Geländegängigkeit natürlich bei zum Beispiel beim Race extrem gut. Das Ding wurde aber konzipiert, um schnell hochzukommen. Viele kennen wahrscheinlich oder gebt einfach mal bei YouTube Rock Bouncer ein. Das sind die großen Vorbilder von dem Race zum Beispiel. Die bestehen im Prinzip nur aus einem Gitterrohrrahmen, also aus einem riesen Käfig mit dicken Motoren, V8 Kompressormotoren mit 1000 PS und was weiß ich wie viele Newtonmeter Drehmoment, und die Teile hämmern halt extreme Hänge hoch. Ihr dürft das jetzt nicht verwechseln mit diesen Hillclimb Autos, wie zum Beispiel der Kyushu Fox, glaube ich, dieser auf Madforce Basis basierende. Das sind wieder andere Sachen, die in Island und sowas hier diesem Vulkanhügel und sowas hochballern und übers Wasser fahren. Das ist wieder eine komplett andere Geschichte. Das verpeilen aber viele und verwechseln das und reden dann Autos schlecht, die nicht schlecht sind für ihr Einsatzgebiet. Wo man auch gleich mal, was da der größte Unterschied ist, ist natürlich auch die Motorenwahl bei einem Scaler. Ein Scaler baut man ja so, dass es so realistisch wie möglich an einem echten Auto rankommt. Was ja jetzt bei diesem hier zum Beispiel extrem ist. Also wenn ihr den so seht, wenn ihr euch jetzt nur vorstellt, er steht auf einer Wiese oder sowas, und im richtigen Winkel fotografiert, würde man nicht denken, dass es ein RC ist. Ist ganz einfach so. Deswegen nimmt man bei diesen Autos, ich meine, dieser hat jetzt hier ein Dreiganggetriebe, aber ihr seht ja, hier ist ein 55 Turns Motor drin. Warum macht man das? Um das Auto langsam zu machen, dem Maßstab getreu quasi. Also wenn ich jetzt hier, übertrieben gesagt, Mamba Sandwinder 3, also ein Castle einbaue, ist das halt nicht mehr maßstabsgetreu, wie ist ein Slash zum Beispiel. Das ist nicht maßstabsgetreu, der wird in 1:1 wahrscheinlich 500 km/h fahren.
Aber hier versucht man ja natürlich dem Echtheitsfaktor so nah wie möglich zu kommen. Deswegen verbaut man hier halt langsame Motoren mit viel Kraft. Jetzt ist es bei SEX10 zum Beispiel, was ja auch ein Scale-Crawler ist, ist ja serienmäßig ein 27-Turns-Motor drin. Das macht man aus dem Grund, dazu zähle ich jetzt dieses Chassis hier nicht. Beim SEX10 zum Beispiel macht man das aus dem Grund, um auch noch genug Wheelspin zu haben. Deswegen baut man, die meisten fahren in solchen Modellen 35-Turns-Motoren. Zum Beispiel ist, kann ich hier nochmal auf Garys Modellbau-Blog verweisen, der sich ja fast ausschließlich nur mit Crawlern beschäftigt und auch Wettbewerb fährt mit Crawlern und das auch erfolgreich mit seinen Autos, der auch richtig geile Modelle hat. Also Gary, wenn du das siehst, fühle dich gegrüßt. Respekt für deine Wagen, die hat echt richtig geile Modelle, muss ich sagen. Der fährt zum Beispiel auch einen 35 Turns Tekin Brush Motor. Das sind die handgewickelten. Das sind so ziemlich die besten Motoren, die man in diesem Bereich hier bekommen kann. Die können alles ab. Worauf ich jetzt hinaus wollte: Man nimmt bei solchen Art von Scale Crawlern, wie der SEX10 zum Beispiel einer ist oder der Vatera, nimmt man ein bisschen weniger Turns, um halt den Wagen schneller zu bekommen, beziehungsweise die Räder. Weil das Problem ist, wenn ihr jetzt auf feuchten Untergrund fahrt und die Reifen sich festfressen mit Schlamm oder wenn ihr, je nachdem auf welchem Untergrund ihr fahrt, und die Reifen sind halt voll, könnt ihr das Fahren im Prinzip vergessen, weil die Reifen voll sind und null Grip mehr haben. Deswegen gibt man einmal kurz Vollgas, die Räder sind wieder sauber und ihr könnt weiterfahren. Das ist so der Hintergrund. Kraft hat er mit 35 Turns immer noch reichlich, also mehr als genug. Das reicht durchaus. Wobei man jetzt zum Beispiel bei Rock Racern, wie bei einem Axial Race, benutzt man gern Brushless Motoren. Machten viele bei Scale Chrome auch. 27,5 Turns, Sensor Brushless Motoren. Macht man aus dem Grund, also Sensor ist Voraussetzung, sonst kann man halt, sonst hat man ja dieses Cocking und funktioniert ja nicht, weil man ja mit diesen Autos auch schnell fahren möchte. Und da ja nicht viele ein Getriebe drin haben, wie er jetzt hier Dreiganggetriebe, hat ja ein Race zum Beispiel nicht, kann man auch nachrüsten, aber ist ja wieder mit extremen Kosten verbunden. Deswegen fahren diese Leute dann mit Brushless Motoren oder Sidewinder 3 wird auch gerne gefahren in Race und dergleichen, um halt wie dem Vorbild getreu schnell den Hang hochzukommen, möglichst spektakulär am besten noch. Kann man natürlich auch in Videos schön umsetzen mit so einem Race, wenn man viele Kamerapositionen einsetzt. Ja, so viel erstmal jetzt zur Technik. Regler, ja, das ist eigentlich jedem überlassen. Viele sagen, der Sidewinder 3 von Castle ist so ziemlich der beste Regler, weil der halt auch Brushed und Brushless Motoren fahren kann. Robitronic ist da ziemlich weit vorn. Aber Regler gibt es halt en masse. Also Regler kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Kommen wir mal noch zu Funken. Funken ist ja auch so eine Sache. Ich habe jetzt hier mal als Anschauungsobjekt oder Objekte. Hier ist jetzt eine 6-Kanal von Carson. Das ist so die ursprünglichen Stick-Funken. Dann habe ich ja hier noch meine CR3P, Pistolenfernsteuerung. Das muss halt dann jeder für sich selbst entscheiden. Leider haben Pistolenfernsteuerungen meistens nicht sehr viele Kanäle. Man kann einige mit Mods ändern. Zum Beispiel dieses Sky RC oder Fly Sky, weiß ich es gar nicht. Die kann man umbauen mit so ein paar kleinen Tricks zu einer, glaube ich, 8-Kanal oder so. Weiß ich es gar nicht so genau. Ja, warum? Weil gerade in Sachen Scale, die richtig auf Scale gehen, machen die jetzt hier zum Beispiel Licht an, aus mit dem Controller. Oder jetzt bei diesem Modell ist es zum Beispiel hier der dritte Gang, zweite Gang, erste Gang. So kann man es dann schalten.
Und so kann man halt feinfühliger fahren als mit einer Pistolenfernsteuerung. Muss, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden, was er haben möchte. Jetzt zum Beispiel bei LKWs zum Beispiel braucht man natürlich jetzt mindestens 10 Kanäle oder sowas, weil da hat man hinten den Bock und dann hat man Licht und dann hat man Fernlicht und dann hat man Blinker und. Wer richtig auf Scale gehen will, der braucht halt so viele Funktionen. Aber wie gesagt, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Was natürlich auch noch ein extrem wichtiges Thema ist, sind Reifen. Reifen gibt es, wisst ihr ja selber wahrscheinlich auch im Bäscherbereich, gibt es ja unendlich viele Reifen. Reifenhersteller, Reifenmischungen, Forms, also Einlagen. En masse. Was da das Richtige ist, muss dann letztendlich jeder für sich selbst entscheiden. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wo man denn fährt. So ein Geheimtipp gibt es eigentlich nicht. Wie zum Beispiel ist Gary von Garys Modellbau-Blog hat jetzt von Crazy Crawler, glaube ich, so eine Laser ausgefrästen, ausgeschnittenen Einlagen. Die sind dann so sternförmig, die beißen sich dann in jeden Untergrund so rein. Das ist wahrscheinlich so die beste Variante, aber da gibt es natürlich auch wieder extrem viele Formen. Da kommt natürlich auch der Mantel quasi, spielt ja auch eine große Rolle. Hier ist zum Beispiel ist der Mantel ist jetzt von einem Ansmann Reifen. Die sind für groben Untergrund recht gut. Hier sind jetzt zum Beispiel auch extrem weiche Einlagen drin. Hier zum Beispiel sind gar keine drin. Das sind jetzt Straßenreifen. Dadurch sind die sehr weich. Das muss man halt sehen. Viele machen, nehmen zum Beispiel einen etwas härteren Gummi, vorn dann aber Luft drin, also ohne Einlage. Mit Beadlock-Felgen. Andere wiederum nehmen extrem weiche Reifen, dafür härtere Einlagen. Dann gibt es noch gemischte Einlagen, wo jetzt ein weicherer Kern oben zum Beispiel und ein härterer unten ist. Da gibt es eigentlich keine Grenzen. Wichtig ist auf jeden Fall, oder was heißt wichtig? Was gut ist, wenn man diese aufbleit, hat ja hier drin diesen Kranz, da kann man schön Klebegewichte vom Kfz-Bereich zum Beispiel nehmen. Für Alufelgen, die kann man hier schön reinkleben. Es gibt aber auch für manche Reifen solche Kits, die das sind so eine speziell für die jeweilige Felge gefertigte Blöcke. Die klippt man hier so rein, schraubt die oben fest und dann hat man halt so ein schönes Gewicht. Es gibt auch für die Radnabegewichte gibt es auch en masse. Also Tuningteile ist im Crawler-Bereich weit gestreut. Oh, kurze Unterbrechung, da bin ich wieder. Ich war jetzt bei Reifen, glaube ich, stehen geblieben. ja, dann kommen wir mal zum Gewicht. Gewicht, wie ich schon sagte, alles weit nach unten und dann ein bisschen mehr nach vorn, weil man ja den Berg hoch möchte. Problem ist, wenn man es übertreibt an der Vorderachse mit dem Gewicht und man fährt den Berg runter, kippt der natürlich um. Ist natürlich auch scheiße, deswegen am besten alles unten und mittig halten und dann den Akku meinetwegen nach vorn. Dann habt ihr eigentlich so die perfekte Balance. Sag ich mal. Viel muss man dazu eigentlich jetzt nicht mehr groß sagen. Akkus hatte ich ja auch schon kurz angesprochen, da muss man halt sehen, was man möchte. Viele fahren extrem kleine Akkus. Ich habe jetzt hier zum Beispiel in diesem, habe ich den. So welche, so eine ähnlichen habe ich auch im SEX10 gefahren. Viele nehmen dann Shorties oder nehmen komplett ganz kleine, weil das Ding ist, viele glauben das aber nicht, aber mit so einem 5200 mAh Akku und einem 55 Turn Brushed Motor fährt man locker eine Stunde mit diesem Auto. Locker flockig. Das ist halt das Ding. Deswegen braucht man keine Riesenkapazitäten, weil man halt auch mit extrem kleinen Lipos extrem lange fahren kann. Wie zum Beispiel die Comcrawler, die haben nur solche kleinen, was weiß ich was das sind, 800 mA oder 1000 mA 2S-Lipos oder 3S, das reicht dann vollkommen aus. Mit den Zellen muss jeder selber wissen, die meisten Büchsenmotoren halten locker 3S aus, also 2S und 3S. Ja, wenn es der Regler kann, gibt es da eigentlich kein Problem. Wie gesagt, muss dann wie immer jeder für sich selbst entscheiden, was er ausgeben möchte. Wenn jetzt
ihr aber nicht bauen möchtet, sondern kaufen halt ein fertiges Auto, wie zum Beispiel diesen oder ein SX10 oder. Also da gibt es bei Axial ist es zum Beispiel typisch oder bei vielen Herstellern, dass die Kit-Version besser ausgestattet sind als die RTR-Version. Ihr habt zum Beispiel bei Axial habt ihr dann meistens Alu-Links, ihr habt dann Alu-Lenkung vorne, bei manchen Modellen habt ihr sogar noch Alu-C-Hubs oder Outdrives oder was auch immer. Bei Kits seid ihr eigentlich immer besser dran. Wenn ihr das nicht möchtet, es gibt Modelle, wie zum Beispiel den Vantara Ascender, bei dem macht es eigentlich für den, sage ich mal, 0815 ab und zu mal Crawl, Scale, Trailfahrer null Sinn, die Kit-Version zu holen, weil bei der RTR-Version habt ihr eigentlich keine Nachteile. Ihr habt einen 35-Turns-Motor drin von Diamond, glaube ich, und den Regler ebenfalls, und ihr habt ein Spektrum-Servo, glaube ich, drin. Das ist alles eigentlich ausreichend soweit. Wie gesagt, außer ihr wollt natürlich jetzt ein bisschen auf die Kacke hauen oder so, dann könnt ihr euch natürlich die Kit-Version holen, weil viele mögen es ja halt, die Karo selbst zu lackieren. Aber wie gesagt, für jemanden, der das so möchte, also ein RTR-Fahrzeug haben möchte ohne Nachteile, ist der Vatera eigentlich eine gute Lösung. Der kostet so im Schnitt, glaube ich, 340 bis 370 oder 80 € so in dem Dreh. Müsst ihr halt einfach mal gucken. Bei Spielzeug-Arten gibt es den natürlich auch. Ja, dann gibt es halt, wie gesagt, die Axials. Da habt ihr eine riesen Bandbreite. Es gibt ja mittlerweile schon so viele Modelle. Viele wurden auch wieder eingestellt, leider. Aber ja, da habt ihr halt bei den RTR-Modellen ist halt dann alles aus Plastik. Ihr habt bei den STX-10s habt ihr 27 Turns, glaube ich. Hat eine GT2-Funke dazu und solche Sachen. Ist halt aber dann alles Plastik bei RTR-Modellen. Dann gibt es noch so eine mehr oder weniger Außenseiterfirma, die jetzt da wieder ein Stück vom Kuchen abhaben wollen, wie es zum Beispiel diesen HPI Adventure, glaube ich, heißt der oder so, oder Ventura oder irgendwie so, der ist vorgestellt worden in Nürnberg, obwohl er ja schon vorher bekannt war. Habe ich jetzt ein paar Chassisbilder gesehen, das sieht extrem interessant aus, aber HPI ist, ich will nicht wissen, was der RTR kostet. Die Basis ist eigentlich echt gut. Er hat einen Motor vorne, Servo ist stehend. Das muss immer jeder selber wissen, was für ihn besser ist: Servo stehend oder auf der Achse. Das ist Geschmackssache. Ich finde es besser, wenn sie stehen. Das beim SCX-10 hat mir nicht gefallen. Ja, dann gibt es so ein paar Einsteigermodelle. Viele fragen immer nach Einsteigermodelle. Da habe ich wollte schon lange mal testen, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Und zwar den Carson Crawley Pro ist das. Müsst ihr mal googeln. Scheint mir so. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die auch extrem hochwertige Crawler und Scaler haben, die sich den geholt haben, und die haben gesagt, das Ding ist für das Geld top. Das Ding kostet RTR 150 € so im Schnitt, 150 bis 170 oder sowas. Und das Ding ist echt top für den Preis. Für jemand, der reinschnuppern möchte, ist. Also ich empfehle, das ist keinem, der sich da lange mit beschäftigen will, sondern jemand, der mal reinschnuppern möchte. Das sind 150 €, okay. Es gibt auch beim großen C gibt es auch so ein paar Modelle, aber das ist alles nicht so. Ja, es gibt ja hier diesen Wheelie Crawler da, aber das ist alles nicht so toll von der Materialermutterung und so, und alles Plastik, und also das komplette Getriebe und alles, die Achsen, alles Plastik. Das ist bei solchen Kräften, die da teilweise wirken auf den Autos, wenn ihr jetzt überlegt, ihr seid in einem Stein drinne, eingequetscht und lenkt wieder rum, dann knackt sowas sofort weg. Ja, da müsst ihr halt ein bisschen vorsichtig sein. Carson hat ja auch einen neuen Scaler vorgestellt in Nürnberg. Habe ich leider noch keine richtigen Chassisbilder gesehen. Soll wohl um die RTR um die 300 kosten.
mit Lichteinheit und Lipo und alles drum und dran. Ja, wird sich zeigen, wie der ist. Ich werde da auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen. Ja, ich weiß nicht, wie weit sind wir jetzt? Wie viele Minuten habe ich jetzt? Keine Ahnung. Ich glaube, 26 Minuten bis jetzt. Noch ein bisschen schnibbeln, kommen wir vielleicht auf 20, keine Ahnung. Dann gibt es halt noch, was ich jetzt noch kurz so sehe hier. Entschuldigung, solche Sachen wie hier Riemenantrieb. Warum Riemenantrieb? Riemenantrieb hat den Vorteil, wenn ihr jetzt 55 Turns fahrt, zum Beispiel jetzt wieder, ich habe das Auto ja halt jetzt hier, deswegen nenne ich das immer als Beispiel. Wenn ihr jetzt 55 Turns fahrt, viel Alu verbaut habt, wird das Auto extrem laut. Um das ein bisschen zu verringern, beziehungsweise komplett fast auf null zu bekommen, verbauen manche dann einen Riemenantrieb, wie auch jetzt hier. Dadurch ist das Auto nahezu lautlos. Klingt echt komisch, ist aber wirklich so. Ja, Stoßdämpfer habe ich, glaube ich, ja, Stoßdämpfer hatten wir schon das Thema. Ich bin jetzt ein bisschen unvorbereitet, das tut mir auch leid, aber es war jetzt mehr oder weniger spontan. Ihr seht jetzt hier, seht ihr zum Beispiel keine Federn außen, das sind innenliegende. Ist aber wieder ein komplett anderes Thema, darum soll es jetzt eigentlich nicht gehen. Ich wollte nur mal so ein bisschen da Licht in den Schatten bringen, oder wie man das auch immer nennen möchte. Aufgrund der Frage bei dem FAQ-Video von der Silversea. Ja, ich hoffe, es hat euch so ein bisschen geholfen. Oder wie auch immer. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei und stellt mir da noch ein paar Fragen. Dann wird die nächsten Tage dann ein Frage-Antwort-Video kommen. Bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.